武器の多さなんて関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu Dragon Ball Legends. Ja, wer das Summon-Video verpasst hat, sollte auf jeden Fall mal dort reinklicken. Verlinkt hier oben oder da oben. Ja, da oben. Jetzt kommt noch Update in News und manche Sachen sind interessant, andere eher so weniger. Wie immer kennt ihr das Ganze. Fangen wir an. Die erste neue Meldung ist halt dieses Legends Summer Carnival. Das Ganze beginnt, jetzt müssen wir mal gucken, heute. Und wenn ihr die Mission abschließt, kriegt ihr dann diese Hitzewelle Schlag mich tot Tickets. Und damit könnt ihr halt einige Charaktere beschwören. Ja, ja, was da vorne so angezeigt ist. Ich sag mal, ein Vegeta wäre für mich interessant und der Super 17. Der Rest, so wie es jetzt aktuell Stand ist, lohnt es sich nicht wirklich. Für die, also die Leute, die es sich lohnt, sind halt Anfänger und Sammler, die halt bestimmte Charaktere vielleicht noch nicht haben. Für Fortgeschrittene wie mich mal wieder Flaute. Dann haben wir ein neues Banner mit dem neuen Freezer. Ja, für Lineage of Evil Spieler, also genau genommen einen, den ich kenne, von der Community. Interessant für den Rest, so semi, für die ist vielleicht dann noch Broly oder Boo noch irgendwie ein Argument. Ich habe natürlich Summons gemacht, wie ich vorhin schon sagte. Link ist oben. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Den Goku habe ich leider nicht gezogen, das kann ich schon mal spoilern. Aber der wäre jetzt auch nicht so krass gewesen. Dann wie immer ganz wichtig, neue Angebote im Shop. Ja! Wer kennt sie nicht, diese Angebote, wo du dir denkst, yo, das kaufe ich nicht. So, das ist eins davon, weil, jetzt mal ganz im Ehrlich, Leute, das ist so lächerlich, das noch ein Angebot zu nennen. Wir hatten jetzt wochenlang dieses tägliche Angebot, 13,99 für 1000 Zeitkristalle. Jetzt bieten die an, yay, 28 Euro für 2000 Zeitkristalle. Krass, sowas Heftiges habe ich ja von denen noch nie gesehen. Och, Leute, Alter, es ist so unglaublich dämlich, ne? Warum macht man das bitte? Hör mal, nur weil man am Satzende ein Bitte anhängt, wird dadurch der Sprachstil nicht höflicher, bitte. Mhm. Es ist einfach schwach. Hörtet ihr jetzt 1000 Zeitkristalle für 7,99 gemacht? Hört sich, glaube ich, keiner beschwert. Ich schon gar nicht. Aber das ist Wayne, das ist einfach nur ein Gorisch-Angebot, damit Gorisch seine Zeitkristalle auffüllen kann. Mehr ist das nicht. Dann noch eine kleine Nachricht für die, die den Sparking Limit Break noch nicht gemacht haben, wegen der Wartung letztes Mal haben die wohl jetzt den Zeitraum verschoben, wo man halt ja hier die Summons noch machen kann. Also wer das noch nicht gemacht hat, kann sich noch bis 15.07., also bis morgen Zeit lassen. Dann wie immer mal wieder Vorwärtsmarsch, Galaxy Patrol ist wieder da. Das heißt, wir kriegen hier nochmal 300 Zeitkristalle, das ist noch der beste Aspekt daran. Ein bisschen Energie, ein bisschen Freipässe, halt das übliche Schnarch-Event, aber immerhin gibt es dafür Lau ein bisschen was abzustauben. Dann gibt es einen neuen Super-Dimensions-Teamkampf. Ja, viel ist da jetzt nicht anders. Wir bekommen halt die Vegeta-Multiplikatoren, können dann halt die Freundschaftsmedaillen sammeln und. Was hier noch bei ist, was vielleicht interessant ist, ist hier dieses Mach sie fertig. Das ist eine Ausrüstung, die nur bei dem Event, glaube ich, zurzeit bekommbar war. Und wenn man halt ein Super Saiyan-Team spielt, also sprich mit Lila Broly und so weiter, kann man diese Ausrüstung ganz gut gebrauchen, weil man hat hier Basis kritisch und dazu halt entweder Schlagangriff oder Schlagverteidigung und halt Fernangriff bis zu 20%. Also für diejenigen, die ein Super Saiyajin-Team spielen und den lilanen Broly da nutzen, ist das vielleicht noch eine interessante Variante. Unser Almighty Great Saiyaman ist wieder da. Ja, viel mehr bleibt da nicht zu sagen. Holt euch die ganzen Zeitkristalle und ja, farmt den Great Saiyaman ab und das war's dann eigentlich auch schon. Ich könnte vielleicht mal ein Video machen, wer der nächste Legends Road Senker ist. Wäre das interessant? Schreibt's mal in die Kommentare. Also, ich weiß nicht, im Moment hauen mich diese Events, was das hier angeht, überhaupt nicht um, weil, ja, kannst du bis 14 abfahren. Das ändert ja nichts daran, dass der scheiße ist. Also von daher, solange die keinen Senker kriegen, irgendwie uninteressant, aber ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie viel da so in der Regel droppt, ob das besser ist als bei dem, den hatten wir denn zuletzt, als den Gohan.
Wenn das der Fall ist, könnt ihr den halt abfarmen. Wenn das nicht der Fall ist, ist das eher so, meh, wer braucht's? So. Weil wenn das Event wiederkommt und er seinen Senker kriegt, kann man die sowieso wieder abfarmen. Also von daher, peng. Dann gibt es eine, das habe ich noch nicht so richtig verstanden, was das hier soll. Am 21.07. werden dem Event neue Stadien hinzugefügt. Aufgrund der Vorbereitung für das Hinzufügen der neuen Stadien kann im folgenden Zeitraum nicht gespielt werden. Jetzt weiß ich nur nicht, was soll das jetzt bringen, weil der durch das Event erhältliche Krillin, bla bla bla, kann jetzt Senker erwecken geführen, das hatten wir schon. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was sie jetzt daran ändern, weil ich habe jetzt erst gedacht, Captain Ginyu kriegt einen Senkai, aber dem ist nicht so. Ich weiß nicht, ob die einfach nur die Ausrüstung, nee, die Ausrüstung gab es ja, glaube ich, auch schon. Also, falls ihr wisst, was damit gemeint ist, schreibt es mal in die Kommentare, weil ich weiß jetzt nicht, was das bringen soll. Vielleicht bringt uns das Zeitkristalle oder so. Keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare. Der Rush wurde wieder resettet und es ist immer noch nichts Neues drin. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn wenigstens ein normaler neuer Senkai drin ist oder ein neues Equipment. Aber ich weiß nicht, warum in letzter Zeit erneuern die da nichts mehr, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es liegt. Also, ja, es fehlt einfach irgendwie was Neues da drin und sei es nur... Wobei doch, ich sehe es gerade, eine silberne Ausrüstung. Deswegen habe ich es nicht gesehen, weil die silbernen Ausrüstungen sind nämlich ganz oben unter den goldenen. Da gibt es ja doch eine neue Ausrüstung. In dem Fall für Freezer. Könnte für den neuen sein, kann auch für den lilanen LF sein. Geht, glaube ich, auch. Wobei, ja doch, geht auch. Ist das ein Must-Have? Gucken wir mal. Fernangriff, Basisschlagangriff, Schlagverteidigung, Finalangriff. Ja, doch, kann man nehmen. Ist nicht schlecht. Zumindest, wenn man Lineage of Evil spielt. Kann auch der rote Freezer tragen, der müsste, ist der auch Fernangriffstyp? Ich glaube, der ist auch Fernangriffstyp. Dementsprechend, und der golden Freezer kann es auch tragen. Also doch eine neue Ausrüstung. Sorry, ich nehme alles zurück, sorry. Aber ich hätte mich trotzdem gefreut, wenn ein neuer Senkai noch reingekommen ist, weil nur der Trunks ist ein bisschen schwach, so. C18, C16, meine Option, Dragon Ball Legends. Oder Demon King Piccolo, für mich, so. Und euch, für mich, so. Kommen wir zu dem letzten Punkt. Ultra-Dimensionsschlacht. Season 2. Wieder doppelte Reputation. Mehr kann ich langsam nicht mehr dazu sagen. Ich weiß nicht, wie man so unglaublich bescheuert sein kann. Und drei Season lang, und es wird wahrscheinlich noch eine vierte Season geben, doppelte Reputation machen, ohne Scheiß. Danach will ich das ein Jahr lang nicht mehr sehen. Ey, dafür, und da muss ich jetzt mal wirklich ein bisschen rumragen, und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das langsam auch so dermaßen wieder hochkommt. Alter, was soll diese verfickte doppelte Reputation? Sorry YouTube, dass ich jetzt das Wort benutzt habe. Aber es kotzt doch einfach an, ne? Warum muss man immer wieder doppelte Reputation machen? Jetzt mal ganz im Ernst. Bis Rang 50 ist das chillig. Ab da, und wenn man gerade unter die Top 10.000, 3.000 oder sonst was will, ist das nur noch ein Krampf und nur noch eine Qual. Man hat dreimal so viel Legger, zehnmal so viel Legger und muss 15 Mal mehr spielen. Es ist so fucking lästig. Der einzige Aspekt, der cool ist, wir kriegen eine neue Ausrüstung, Basisschlagverteidigung oder Basisfernverteidigung 12 hoch, Lebensenergie 8% hoch, Schlagangriff oder Fernangriff hoch. Wenn das jetzt alles gleichzeitig wäre, wäre cool. So ist es so. Ja, da, ich finde die Werte nicht hoch genug, seien wir ehrlich. Das Gute ist halt, dass jetzt so ein Angry Goku nochmal eine Möglichkeit hat, eine HP-Ausrüstung zu kriegen. Dass halt die Ultra-Charaktere nochmal eine andere Möglichkeit haben, um halt HP zu kriegen. Ich würde es einfach so machen, eine Ausrüstung mit Schlagverteidigung und Schlagangriff machen und eine mit Fernverteidigung und Fernangriff oder geswitcht halt. Ich weiß noch nicht, müsste ich mal gucken, was so die beste Variante wäre. Ja. Also, nervig. Mal wieder. Ich erinnere wie immer nochmal daran, jeden Sonntag ein Livestream zwischen 17 und 18 Uhr. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, weil ich von einigen auch immer wieder höre, YouTube benachrichtigt mich nicht über deine neuen Videos, kommt in den Discord, ihr habt nichts zu verlieren. Guckt einfach zwischendurch mal in die Sparte News, so jeden Tag einmal so 15 Uhr circa. Und ansonsten, wenn ihr einfach nur da seid, also ich glaube,
keiner textet einen da großartig zu. Wenn ich at everyone schreibe und ihr habt das Ding gemutet, müsstet ihr das trotzdem sehen. Dann seht ihr auch, dass ich live gehe. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und habt viel Spaß mit Dragon Ball Legends, falls das im Moment noch möglich ist, so wie das gerade abläuft. Ich sag bis dann und ciao.